Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Wicknauf Daily am heutigen Börsenmittwoch. Ja, hatte ich mich am Montag noch darüber gefreut, dass das erste Halbjahr jetzt dann dementsprechend mehr als vorbei ist, dass wir dann doch noch einen versöhnlichen Juli an den Börsen hatten und ich dementsprechend dann auch mit weiter steigenden Kursen rechne. Ja, da kam dann die Nachricht aus den Vereinigten Staaten zu uns rüber, dass Nancy Pelosi, die Repräsentantin des Repräsentantenhauses, muss man sagen, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses in den Vereinigten Staaten, dann einen Besuch in Asien durchziehen will und da vor allen Dingen natürlich auch nach Taipeh, nach Taiwan möchte. Darüber ist natürlich die chinesische kommunistische Partei mit an der Spitze Xi Jinping absolut not amused. Man möchte nicht, dass die Amerikaner sich in die asiatische, in die chinesische Politik dementsprechend einmischen. Und da hat man auch gestern am Aktienmarkt schon gesehen, da war sehr, sehr verhaltener Handel unterwegs. Da haben viele, viele große Investoren umgeschichtet von Aktien in Anleihen hinein, weil man halt eben hier ganz klar natürlich den nächsten Konflikt erwartet, weil halt eben China immer natürlich auch angemeldet hat, Besitzrechte an Taiwan zu haben. Und das wird man sich natürlich von Amerika sicherlich nicht nehmen lassen. Also auch hier jetzt ein enorm heißer neuer Brandherd aufgeflammt international. Und dabei darf nicht vergessen werden, was halt eben letztlich Taiwan bedeutet. Ich meine, wir bekommen im Prinzip, so hat man es mal ausgerechnet, 64% all unserer Halbleiter und unserer Chips aus Taiwan, ob's Smartphones, ob's Computer, Autos oder halt eben auch medizinische Geräte sind, all die benötigen die Speicherchips, brauchen Halbleiter und die werden halt eben zu 64% aus Taiwan geliefert. Sollte es also doch zu einer Eskalation kommen, dann stände uns tatsächlich ein richtiges Lieferkettenproblem ins Haus. Das möchte zwar letztlich niemand, aber man weiß ja nicht, wie man in Asien, wie man in China vor allen Dingen auf den Besuch von Nancy Pelosi reagiert. Wenn wir mal überlegen, vor 2 Jahren hat auch noch keiner daran gedacht, dass wir einen Krieg in der Ukraine haben. Also das ist eine hochexplosive politische Mischung, die da dementsprechend auf uns zukommen könnte. Kann man nur hoffen, dass die Amerikaner, vor allen Dingen Nancy Pelosi, hier mit sehr viel Bedacht und sehr viel diplomatischem Geschick im Gepäck unterwegs sind. Das drängt, das drückt natürlich momentan auf die Börsenstimmung und das natürlich nicht nur hierzulande, sondern natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Also klar, dass der Markt natürlich nach wie vor mit seinen Marken kämpft. Aktuell ist es ja die Marke von 13.500 beim Leitindex. Und da müssen wir mal schauen, ob eventuell da natürlich, ob gegebener politischer Verwerfungen tatsächlich eher noch Kursabschläge folgen können. Denn ansonsten sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss man de facto sagen. Schauen wir mal auf das, was diese Woche noch so ansteht. Ja, da haben wir ja am heutigen Mittwoch nochmal Zahlen von Siemens Healthineers, von Vonovia, TeamViewer, Hugo Boss, Infineon, auch in der Halbleiterbranche ja unterwegs, dann BMW-Zahlen, Moderna und eBay dann aus den Vereinigten Staaten. Zudem dann am Donnerstag geht es weiter, nochmal mit der Lufthansa, Zalando und Merck, Adidas, Beiersdorf und dann Zahlen aus China, nämlich von Alibaba und aus Amerika nochmal Zahlen von Kellogg. Am Freitag dann rundet die Woche ab Allianz und die Deutsche Post und dann der amerikanische Arbeitsmarktbericht als Konjunkturtermin für die Woche. Also das natürlich klar ein stehender, ein wichtiger Event. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann man relativ wenig sagen. Die Quartalsberichtssaison läuft all dieweil gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also, dass hierzulande wie auch in den Vereinigten Staaten, gut, da hat man mal die ein oder andere Gewinnwarnung,
Wenn es um den großen Bereich der sogenannten Rohstoffe geht, die sich natürlich verteuert haben, die Lieferketten, die sich verteuert haben, aber natürlich auch die Energiepreise, wo so manches Unternehmen natürlich aktuell zurückrudern muss. Aber wie gesagt, en gros kann man durchaus schon zufrieden sein mit dem, was aktuell an Zahlen geboten worden ist. Und zum Abschluss habe ich noch etwas für Sie, nämlich nächste Woche Montag am 8. August gibt es um 18 Uhr eine Premiere. Jürgen Schmidt, Felix Lang und meiner eins werden im neuen Format des Verlages Money Movement, wir werden diskutieren über das Auf und das Ab an den Börsen und warum jetzt gerade Ihre Psyche gefragt ist. Also, nächste Woche Montag, 18 Uhr und ab dato jeden zweiten Montag im Monat live und digital, jeweils mit wechselnden Gästen. Wie gesagt, das neue Programm, der neue Programm-Act heißt Money Movement und wird all dieweil moderiert von Walter Blum. Sie sehen unter dem Video den Link dazu, da können Sie sich anmelden. Wie gesagt, jetzt am Montag Jürgen Schmidt, Felix Lang und meiner eins zum Thema Auf und Ab an den Börsen und das Thema Psyche. Das gilt ja jetzt ganz besonders natürlich zu beachten, wenn es halt eben klar jetzt in diese etwas brenzligeren Situationen hineingeht. Da werden wir natürlich versuchen, Ihnen Hilfe und ordentliche Ratschläge zu geben, so dass Sie dementsprechend da auch relativ gut durchkommen. Also, 8. August, Premiere, 18 Uhr, Money Movement, Jürgen Schmidt, Felix Lang, Mick Knauf, dementsprechend für Sie da und ab dato jeden zweiten Montag live und digital, jeweils mit wechselnden Gästen, Moderation, wie angesprochen, Walter Blum. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie dementsprechend dann am 8. August um 18 Uhr begrüßen darf. Link steht unter dem Video.